Guten Morgen, liebe Geschwister, Friede des Herrn. Begrüß mal deinen Nachbarn, auch wenn es ein bisschen eine Distanzbegrüßung noch ist. Wir sind herausgefordert, die verschiedenen Gs. Aber hier haben wir Gemeinschaft, die Geschwister, Gott. Und die Gemeinde ist immer ein Ort, wo Geschwister zusammenkommen, wo wir Gemeinschaft haben sollen. Und lass uns das wirklich auch schätzen, diese Gemeinschaft, die wir untereinander haben können, auch wenn wir natürlich noch ein paar Regeln beachten müssen. Lass uns unsere Bibel aufschlagen in Psalm 135. Psalm 135 lese ich ab Vers 15. Psalm 135 ab Vers 15, da heißt es: Die Götter der anderen Völker sind nur Figuren aus Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund, aber reden können sie nicht. Augen haben sie, doch sie können nicht sehen. Mit ihren Ohren hören sie nicht, auch können sie nicht atmen. Bis hierhin. Amen. Unser Gott ist anders. Halleluja. Und lass uns dankbar sein, dass unser Gott mit uns spricht und er spricht durch sein Wort mit uns. Lass uns unser Herz öffnen für das, was er heute zu uns sagen möchte. Lass uns aufschlagen die Apostelgeschichte, oder ich lese es auch, wenn du magst, kannst du mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 8, und wir werden ab Vers 26 lesen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf: Geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Ja, da geht's los, dass Philippus einen Auftrag bekommt. Und er bekommt eindeutige Anweisungen. Das ist nicht irgendwie so ein bisschen unklar, was da passieren soll, sondern es ist eine ganz klare Anweisung, in welche Richtung es gehen soll. Was da genau passieren wird, das weiß Philippus nicht. Er weiß, in welche Straße er gehen soll, aber die Straße ist ja auch relativ lang. An welcher Stelle jetzt irgendwas passieren soll, das weiß er eigentlich gar nicht. Aber er geht. Und dieser Philippus ist übrigens nicht der Jünger Philippus, sondern er ist ein Diakon, der von den Aposteln eingesetzt wurde. In Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 lesen wir über diese Wahl dieser 7 Diakone. Und einer von denen war eben jener Philippus. Und ab Vers 27 lesen wir dann weiter: Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Also wir sehen hier, dass Gott Philippus weiterführt. Es gibt jetzt eine klarere Anweisung. Das heißt, dieser Ort, wo er sein soll, der wird noch ein bisschen näher definiert. Er soll sich jetzt in der Nähe von diesem Wagen aufhalten. Was dann da genau passiert, das weiß er eigentlich immer noch nicht. Aber es ist schon jetzt sehr klar, in welche Richtung es geht. Vers 30, Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Wir lesen jetzt nicht davon, dass der Heilige Geist Philippus gesagt hat, dass er den Äthiopier ansprechen soll. Aber vielleicht spürt Philippus, dass es jetzt nach den 2 klaren Anweisungen an der Zeit ist, dass er jetzt aktiv wird. Und predigen, das war ja gewohnt, das können wir in Apostelgeschichte 8, Vers 12 lesen. Vers 31, nein, erwiderte der Mann, wie soll ich denn das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt: Er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert.
Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anderen? Es ist ja auch interessant, dass jetzt der Philippus ja auch sagen könnte, naja, der kommt jetzt gerade von Jerusalem zurück, der hat Gott angebetet, der ist ja gläubig, also brauche ich eigentlich jetzt gar nichts mehr zu machen. Ne? Da kann ich mich jetzt vielleicht ein bisschen mit dem unterhalten. Aber wir sehen das hier, er spricht ja eine Bitte aus. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Also diese Auslegung vom Wort Gottes, das sehen wir, dass das einfach was ganz Wichtiges ist. Und der Philippus, der antwortet erst, nachdem er gefragt wird. Der Äthiopier liest ja diese Stelle und das dauert ein bisschen. Und dann nutzt er quasi diese Chance. Aber Philippus hört erst zu. Er schaut erst mal, worum geht es überhaupt? Was bewegt denn den Äthiopier? Was ist es denn, was er nicht versteht? Er hätte ja auch was ganz anderes sagen können. Aber er schaut, wo kann er quasi ihn abholen? Und dann wählt er eben diesen Startpunkt, seine Ausführung, um dann eben loszulegen. In Vers 35 sehen wir, da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Ich kann mir vorstellen, hätte Philippus jetzt einfach am Straßenrand sich hingestellt, weil er sagt, ja, ich soll ja auf diese Straße gehen und hätte dort laut gepredigt, dann wäre der Äthiopier vermutlich einfach bei ihm vorbeigefahren. Aber hier an der Stelle hat er zugehört und er kann auf ihn eingehen. Und er nutzt diese Möglichkeit, um ihn Jesus zu zeigen. Vers 36, als sie schließlich an einer Wasserstelle vorbeifuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Er ließ den Wagen anhalten. Das finde ich so eine wunderbare Stelle. Diese Frage, wie er das formuliert, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt getauft werde? Nicht könnte ich vielleicht oder besteht die Möglichkeit, sondern sag mal eigentlich, ich will das jetzt. Gibt es irgendwas, was dagegen spricht? Und Philippus, er muss natürlich auch von der Taufe gesprochen haben und von dieser Wichtigkeit, von diesem öffentlichen Signal, dieses Bekenntnisses zu Jesus umzukehren. Und da geht es auch gar nicht dem Äthiopier darum, wer oder in welchem Rahmen er irgendwie getauft wird, sondern ihm geht es darum, dass er getauft wird. Und in Vers 38 lesen wir dann weiter, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Wir sehen schon vorher im Vers 12, Apostelgeschichte 8, dass Philippus auch bereits vorher Gläubige getauft hat. Also wie erfüllend muss das für Philippus gewesen sein, wo er diese Anweisung erst bekommen hat, geh mal auf diese Straße entlang. Und dann wusste er eigentlich gar nicht genau, was passiert jetzt alles. Aber ich glaube, spätestens da, wo er dann diesen Mann getauft hat, da wusste er, das ist der Ort, wo mich jetzt Jesus haben wollte. Da sollte ich sein. Vers 39, nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste frohen Herzens weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen, von da aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Er reiste mit frohem Herzen weiter, der Äthiopier. Und ich glaube, das gilt auch für Philippus. Er hat sich nutzen lassen. Er war dieses Gefäß. Er hat diese Aufgabe angenommen. Und ich glaube auch, er wurde auch sehr stark gestärkt. Ich meine, dieser Eunuch, das war ja auch ein sehr reicher Mann mit dem Wagen. Wir sehen das jetzt, wir kennen den Hintergrund jetzt von Philippus nicht, aber wahrscheinlich war er eher ein einfacher Mann. Und er wusste, er ist in diesen Willen Gottes reingekommen und er wurde auch gestärkt.
Er war dann nicht irgendwie kaputt und dann heißt es, er musste sich erstmal 2 Wochen ausruhen von den Strapazen, sondern er ging weiter und predigte weiter. Und ja, lass uns das doch auch hier für uns annehmen, was Philippus hier erlebt hat. Dass wir uns die Frage stellen, wo wir Gott uns heute haben. Vielleicht transportiert er uns jetzt nicht, wie wir dort lesen, in andere Orte. Aber lass uns zuhören, wo unsere Mitmenschen heute Anliegen haben, dass wir sie dort abholen, wo wir sind, und dass wir einfach offen sind. Wo möchte der Heilige Geist uns heute haben? Und dass wir auch jetzt, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir da sensibel sind und uns anleiten lassen. Amen. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Herr, ich danke dir, Herr, dass wir sehen dürfen, Herr, wie du den Philippus, Herr, geführt hast, wie dein Heiliger Geist mit ihm gesprochen hat, wie er sich wirklich hat anleiten lassen, wie er ja auch mit Freude diese Aufgabe nachgegangen ist und wie er auch gestärkt wurde. Und wir wollen auch ja diese Stärkung annehmen, Herr, durch dein Wort. Herr, wir möchten hier hören, was du heute für uns hast. Wir möchten hier hören, was du heute an diesem Tag für uns vorbereitet hast, welche Entscheidungen wir vielleicht heute treffen sollen, Herr. Ja, du siehst auch unsere Gebetsanliegen, du siehst auch die Fragen, die wir haben und die wir auch in unseren persönlichen Gebeten zu dir bringen. Und wir bitten dich, ja, dass du kommst, Herr, mit Antworten, dass du zu uns sprichst, dass du uns zeigst, Herr, ja, in welche Richtung wir gehen sollen, sodass wir sehen, wie der Philippus, dass wir vielleicht nicht sofort alles auf einmal bekommen, aber diese Richtung, dass wir das eben sehen und dass wir dann dorthin gehen können und dass es das dort dann wieder ein Stück weitergeht. Ja, wir wollen uns in die Richtung bewegen, ja, wo dein Heiliger Geist uns hinführt. Wir wollen nicht in eine Richtung gehen, Herr, was wir wollen. Wir wollen uns anleiten lassen von dir, Herr Jesus. Und wir bitten dich, Herr, dass du heute, am jetzigen Morgen, zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen.